Vor wenigen Tagen hat der letzte Airbus A380 der Lufthansa den Frankfurter Flughafen verlassen. Und damit hat auch mal wieder ein weiteres Flugzeug mit Premium-Sitzen den Frankfurter Flughafen verlassen. Wir sprechen ein bisschen über diese Sitze, ein bisschen über Statuskunden und was es bedeutet, wenn Vielflieger gar nicht mehr so viel fliegen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das heutige Video wird ermöglicht von der American Express Platinum Card, die euer Einstieg in diese sehr spannende Welt sein kann, aber auch ein dickes Upgrade sein kann, wenn ihr bereits eine Weile in dieser Welt unterwegs seid. Noch bis zum 6. Oktober liefert American Express für die Platinum Card mit einem Willkommensbonus von 75.000 statt der sonst üblichen 30.000 Membership Rewards Punkten das beste Angebot überhaupt für diese Karte, die hierzulande als attraktivste Karte zum Meilensammeln und für Vielreisende gilt. Das ist eine absolute Premium-Kreditkarte, die kostet 55 Euro im Monat, macht es euch aber auch leichter als bei jeder anderen Karte, Vorteile in einem Wert zu nutzen, welcher die Gebühr um ein Vielfaches übersteigt. Ihr könnt damit direkt bei 13 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen Meilen bzw. Punkte sammeln, bekommt jedes Jahr 200 Euro Reiseguthaben, 200 Euro Sixth Ride Guthaben und ihr habt eben einen Status bei vielen Hotelketten, bei einigen Autovermietungen und finde ich am spannendsten, ihr bekommt mit der Karte einen Priority Pass und damit den Zugang zu über 1300 Priority Pass Lounges an allen möglichen Flughäfen auf der ganzen Welt. Und noch ganz neu, die Karte ermöglicht euch mittlerweile tatsächlich den Zugang zu fast allen Lufthansa Business Lounges auf der ganzen Welt, ganz egal welches Lufthansa-Ticket ihr an diesem Tag gebucht habt. Am allerwichtigsten sind aber logischerweise die flexibel einsetzbaren Punkte. Pro umgesetzten Euro bekommt ihr bei dieser Karte einen Punkt. Die ermöglichen euch auch jetzt schon bei richtigem Einsatz mit diesem Willkommensbonus durchaus einen ersten längeren Business-Class-Flug und wenn ihr dann fleißig Punkte sammelt, dann kann euch die Platinum-Card auch den Weg in eine First-Class möglich machen. Ob sich das für einen selbst lohnt, das muss man sich genau anschauen, aber wenn ja, dann ist sicherlich jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Alle Infos zur Beantragung und zu den ganzen weiteren Vorteilen der American Express Platinum-Card findet ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Am letzten Dienstag startete mit der Mike Hotel wahrscheinlich zum allerletzten Mal ein Airbus A380 der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Die Maschine wurde als letzter noch in Frankfurt geparkter Airbus A380 der Airline nach Teruel, also nach Spanien gebracht, zu diesem mittlerweile riesigen Flugzeugparkplatz, von dem wir in den letzten anderthalb Jahren eine ganze Menge beeindruckende Bilder gesehen haben. 14 A380 hatte die Lufthansa, 12 davon stehen in Teruel, 2 in Südfrankreich und damit ist die gesamte A380-Flotte der Airline weg. 14 Flugzeuge und das bedeutet 7.126 Sitzplätze, 509 pro Flugzeug und damit eben auch 1.092 Business-Class-Plätze und 112 First-Class-Plätze. Das klingt nicht nach viel, wird aber ein bisschen besser verständlich, wenn wir das Ganze mal einordnen. Langfristig gesehen ist ja schon seit einer ganzen Weile klar, dass Lufthansa die Anzahl unterschiedlicher Flugzeugtypen, gerade auf der Langstrecke, definitiv reduzieren wird. Und das bedeutet mit anderen Worten, gesamte Teilflotten werden gestrichen. Durch die Pandemie wurde das Ganze deutlich beschleunigt. Der A340-600 wurde mindestens genauso schnell aufs Abstellgleis befördert wie der Airbus A380. Dazu auch noch die Boeing 747-400, die war auch ziemlich zügig weg. Und auf eine Rückkehr konnte man eigentlich bei keinem dieser Flugzeugtypen wirklich hoffen. Und damit fielen eben auch eine ganze Menge Premium-Sitzplätze weg. Für die First Class bedeutete das ziemlich schnell die berechtigte Frage, ob man die bei Lufthansa bald überhaupt noch an Bord finden wird, denn die First Class war ja eh nur noch in 3 unterschiedlichen Flugzeugtypen verbaut, 747-8, A340-600 und halt im Airbus A380. Und die letzten beiden waren dann weg. Um das besser verstehen zu können, mal ein Blick auf die Station München. Im Sommer 2016 hatte jedes dort stationierte Langstreckenflugzeug der Lufthansa eine First Class verbaut. Zum Sommer 2017 hin wurde die Klasse dann aus den A330 entfernt. Die Begründung war damals, das rechnet sich einfach nicht mehr. Und das war ja eigentlich auch Teil eines mehr oder weniger überall zu beobachtenden Trends, hin zu mehr Business-Class-Plätzen, weg von dieser wahnsinnig unflexiblen und teuren First-Class, die vor allem dann richtig wehtut, wenn man sie halt nicht gefüllt bekommt. Das First-Class-Angebot in München reduzierte sich damals um 40% und dann kam ja der Airbus A350 dazu als neues Flugzeug, welches die Lufthansa dann direkt nach München stationierte und das Ding wurde gar nicht erst mit einer First-Class ausgestattet. Dann das Hin- und Hertauschen zwischen A340-600 und Airbus A380 zwischen Frankfurt und München. Es machte da eigentlich keinen Unterschied. Beide Flugzeuge sind mit jeweils 8 Sitzplätzen in der höchsten Buchungsklasse ausgestattet. Dann fiel der A380 weg, kommt laut Aussage von CEO Carsten Spohr offensichtlich nicht mehr zurück. Und der A340-600 bekam dann auch keine netten Worte mehr und somit reduzierte sich das First-Class-Angebot an der Station München am Premium-Standort der Lufthansa
in den letzten 4 Jahren mal eben von 100% auf 0%. Keines der dort eingesetzten Flugzeuge hat die richtig guten Stühle. Und an der Stelle wird es dann ein bisschen tricky, denn da entstehen Diskussionen. Es macht logischerweise einen riesigen Unterschied, ob man Flugzeuge aufgrund einer aktuell geringeren Nachfrage beiseite stellt, um sie dann wieder zu reaktivieren, wenn die Nachfrage wieder anzieht, oder ob man die Chance halt nutzt und teure Teilflotten auf einen Schlag rausstreicht und damit auch mehr oder weniger nebenbei fast komplett die höchste Buchungsklasse eliminiert. Die Lufthansa First Class gehört zu den wenigen weltweit, die euch während der Pandemie einen nahezu vollständigen Service anbieten, ohne irgendwelche größeren Einschränkungen. Damit eigentlich ein Produkt, was definitiv heraussticht. Gleichzeitig wurde das Produkt aber teilweise nicht mal mehr auf einer Handvoll Verbindungen angeboten. Unterm Strich also eine ziemlich verzwickte Lage für First Class Gäste, Statuskunden und Vielflieger, die sich so oder so ähnlich ja aber auch bei allen anderen möglichen Fluggesellschaften beobachten lässt. Eine ganze Menge Flughafen-Lounges auf der ganzen Welt waren oder sind geschlossen. Mit dem Wegfall des A380 bei Etihad zum Beispiel fällt mit The Residence mal eben eine ganze Reiseklasse weg. Auch wenn das jetzt das Top-of-the-Line-Produkt ist, aber ist halt einfach nicht mehr da, kann man nicht mehr buchen. Genauso bei Singapore Airlines, da war die First Class bzw. die Suiten im A380 waren eine ganze Weile einfach nicht buchbar. Damit brechen für die entsprechende Kundschaft ja nicht nur irgendwelche Services oder Reiseklassen weg, sondern individuell dann logischerweise auch Möglichkeiten, den Status so aufrechtzuerhalten, wie man das vielleicht sonst die letzten Jahre immer gemacht hat. Da ich von diesem Themenbereich aber wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe, schon gar nicht von den Details, dachte ich mir, ich hole mal einen netten Kollegen dazu und deswegen habe ich mal Stefan von Your Travel TV gefragt. Stefan, damit hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du uns kurz ein, zwei Fragen beantworten kannst zu dem Thema. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dich hier mal auf dem Kanal wieder zu sehen. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen. Lufthansa gibt die Flugzeuge ab. Lufthansa gibt damit einen Haufen an First-Class-Plätzen ab. Und es gibt logischerweise sehr viel weniger Möglichkeiten für dich als Vielflieger, was du definitiv bist. Ja, man sieht es auf deinem Kanal. Du bist quasi ja, also so wie man es in den Videos erkennen kann, eigentlich ja nur unterwegs, wenn es geht. Aber jetzt ging es eben ganz lange nicht. Also was bedeutet es jetzt für dich als Vielflieger, dass du gar nicht mehr viel fliegen kannst? Pascal, erstmal vielen Dank für ja, die Möglichkeit, bei dir zu sprechen, beziehungsweise dass du mich angerufen hast, sehr gerne. Also es ist eine Zeit lang gar nicht möglich gewesen, überhaupt zu fliegen und damit ja auch keine Status- und Prämienmeilen zu generieren, sagt man ja. Und auch genau die Geschäftsreisenden, die ja also diese Punkte, also die Meilen und Statusmeilen ja nebenbei erflogen haben, ja, können ja auch nicht mehr, weil ja die ganzen Treffen ja abgesagt worden sind, macht ja alles nur noch über Zoom-Meetings, ne? Von daher ist es ja sehr schwierig und die meisten haben sich letztendlich ja auch mit einer First Class ja belohnt, ne? Wie viele fliegen ja Business oder vielleicht Premium Economy und sammeln dadurch Statusmeilen und Premium-Meilen, um privat oder beim nächsten Flug sich upgraden zu lassen. Aber es gibt ja im Moment ja eigentlich kaum noch First Class Sitze, hast du ja schon gesagt. Also der A380 ist weg. Das waren 8 Sitzplätze pro Flug und ja, A350 hat keine München. Also Münchner zum Beispiel haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwie in die First Class zu kommen und die First Class Lounge war ja auch zu. Ja, es ist sehr, sehr schwierig gewesen für uns hier auch. Und auch diese ganzen Companion-Angebote, die es ja in letzter Zeit mal gab, konnte man auch nur zu bestimmten Destinations, also wie zum Beispiel Sao Paulo fliegen oder Johannesburg jetzt vielleicht noch. Aber das war es ja auch schon. Das war sehr, sehr schwierig überhaupt, an einen Status oder überhaupt an genügend Statusmeilen zu kommen. Aber da hat ja die Lufthansa zum Glück ein bisschen eine Kulanz gezeigt und hat ja verlängert den Status. Ich weiß nicht genau, ich glaube sogar für nächstes Jahr auch noch. Und man bekommt ja auch noch doppelt Status mal mit Kreditkarte. Es gibt schon Möglichkeiten, um den Status letztendlich ja, zu verlängern. Aber mit Fliegen ist es immer noch nicht viel einfacher. Hoffen wir einfach mal, dass es in Zukunft, dass die Lufthansa sich was überlegt, dass sie vielleicht doch die eine oder andere A380 zurückholt oder die 747 nach München. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber ich habe gehört, vielleicht hast du es schon gesagt, oder willst du es noch sagen, dass es in anderen Flugzeugen ja noch eine First eingebaut werden soll. Das wäre natürlich eine gute Perspektive. Okay, gut, du hast es eben schon angesprochen. Du hast gesagt, man würde sich damit der First Class quasi belohnen. Ist es für dich dann als Vielflieger wertvoller, eine First Class zu fliegen? Also es ist natürlich teurer, eine First Class zu buchen als eine Business Class. Aber ist es dann wiederum in dem, im Return quasi, ist es dann für dich auch wertvoller, First Class zu fliegen als Business Class zu fliegen? Das definitiv. Man sammelt ja mit der First Class gleich über 300% Statusmeilen und Premiummeilen nicht, aber Statusmeilen. Und damit ist man ja durch einen Return-Flug, sag jetzt mal Johannesburg oder Sao Paulo in First Class, ja fast schon mit einem Flug Senator. Also da kann man ja ganz schnell einen Status erreichen. Aber da
muss man natürlich auch ein entsprechendes Angebot finden. Und die sind zwar da aktuell, es gibt ja diese Companion-Angebote, also für wo man zwei Tickets mit einer Buchung kaufen muss. Das lohnt sich dann natürlich, wenn man zu zweit reist, aber die Angebote an sich oder die Möglichkeiten sind natürlich rar geworden. Es gibt ja eigentlich nur noch, wirklich eigentlich nur zwei Ziele, die man anfliegen kann mit der First Class aktuell. Ja, und dann ist es ja auch irgendwie, an der Stelle wird es ja jetzt schon irgendwie ein bisschen tricky, weil dann ist es ja auch eine Frage von Verhältnismäßigkeit irgendwie, dass du sagst, okay, du kannst als Vielflieger jetzt einfach, weil es erstens nicht mehr viele Flüge gibt und zweitens, weil es ja auch Strecken gar nicht mehr mit so viel Premium-Plätzen angeboten werden. Es ist schwerer für dich überhaupt viel zu fliegen als Vielflieger. Und auf der anderen Seite, okay, hast du diese Kulanzregelung, aber wenn man jetzt zum Beispiel seinen Vielfliegerstatus dauerhaft aufrechterhalten hat, dadurch, dass man aus Jobgründen oder so ständig in die USA geflogen ist, ist ja quasi bis jetzt noch gar nicht möglich. Ich habe zwar bei euch auf dem Kanal gesehen, ihr habt es geschafft, in die USA zu kommen, aber für mal eben ein Wochenende dort arbeiten und wieder zurück, das ist ja quasi unmöglich. So. Und na gut, wenn du arbeiten willst, kannst du ja so eine Special-Genehmigung beantragen. Das funktioniert ja, aber vielleicht für Touristen oder für jemanden, der sich mit einer First Class belohnen möchte, der kommt nicht in die USA, wenn sie überhaupt eine First Class anbieten. Ich glaube, auf manchen Strecken ja, aber eher weniger. Aber ja, das ist nicht möglich im Moment, ja. Und dann wird es ja im Detail auch super individuell. Also wenn du deinen Status immer damit aufrechterhalten hast, dass du dir einmal im Jahr diesen First-Class-Flug in die USA gegönnt hast und damit, wie du es jetzt angesprochen hast, mit 300% und so weiter damit deinen Status aufrechterhalten konntest, so dann fällt das jetzt weg, diese Möglichkeit. Gut, und dann ist ja die Frage, sind die Kulanzregeln dann wirklich so individuell auch auf dich zugeschnitten, dass du deinen Status auch wirklich erhalten kannst? Aber gut, wir verquatschen uns an der Stelle. Die Frage ist eher, so du als Vielflieger, musstest du dann in der Zeit irgendwie einen Status aufgeben? Musstest du an irgendeiner Stelle, vielleicht auch gar nicht unbedingt bei Lufthansa, sondern bei anderen Fluggesellschaften, konntest du einen Status nicht mehr aufrechterhalten, weil du einfach weniger geflogen bist? Ah, tatsächlich ist es so, dass eigentlich alle Airlines, wo wir einen Status haben, kulant waren. SAS zum Beispiel mit Eurobonus hat auch den Status verlängert, also noch nicht. Aber wir müssten zum Beispiel, wir sind ja auch bei British Airways Executive Club, ja, Gold, da müssten wir jetzt zum Beispiel bis Ende nächsten Jahres oder bis Mitte nächsten Jahres so und so viel Tierpoints eingeflogen haben, um dann den Status zu verlängern oder zu erhalten. Und das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Also da müsste ich jetzt mehrere tausend Euro in die Hand nehmen, um Flüge zu buchen. Müssen wir gucken, aber das wird schon schwierig und da gerät man natürlich unter Druck und das macht so ein bisschen Unmut, muss ich sagen. Aber letztendlich ist es eine Situation aktuell, wo keiner ja mit gerechnet hat, aber da muss man mit umgehen. Okay, also würdest du aber unterm Strich sagen, so wie die Fluggesellschaften damit umgehen, jetzt vielleicht für euren Fall speziell, es ist schon fair, was da an Kulanzregelungen dann aufgestellt wurde? Ich finde es schon, weil letztendlich die Airlines müssen natürlich auch überlegen, was machen sie. Sie wollen ihre Statuskunden oder ihre guten Kunden natürlich halten, aber sie können es natürlich auch nicht alles verschenken. Ja? Und weil es muss ja auch eine Rechtfertigung haben, dass man einen bestimmten Status hat. Wenn man den verscherbelt, und das sagen jetzt auch gerade viele von Miles & More und mit dem Doppelstatusmeilen und ruckzuck ist man im Senatorstatus, dann ist er ja eigentlich gefühlt nichts mehr wert, weil ihn jeder hat. Aber es kann ja auch nicht jeder gerade fliegen. Man muss aber trotzdem sagen, okay, es muss schon eine Rechtfertigung haben, diesen Status zu erreichen oder zu bekommen. Ja, gut, klar, macht unterm Strich Sinn. Ey, vielen Dank für deine Einschätzung. Das hat, glaube ich, schon eine ganze Menge Fragen beantwortet. Und ich bin mir sicher, wenn man sich für das Thema Meilen und so weiter interessiert, ist man bei euch, YourTravelTV, bestens aufgehoben. Ihr habt die Travel-Kurse, ihr habt die Travel-Hacks, die es bei euch auch kostenlos auf dem Kanal gibt. Und ich denke mal, so Geschichten wie eine Reihe First Class im Lufthansa A350 oder so, wenn es da ein entsprechendes Angebot gibt, dann wird man das auf jeden Fall bei euch sehen können. Sofort, würde ich sofort buchen, da hätte ich ja richtig Lust drauf. A350 ist so mein Lieblingsflugzeug und wenn da noch eine First Class drin ist oder vielleicht sogar Dreamliner irgendwann, wenn da einer reinkommt, das ist doch auch toll. Also die Perspektive ist schon da, gucken wir mal, was kommt. Aber ich habe ja gehört, dass die Lufthansa jetzt die Business Class verkleinern möchte. Das ist ja auch noch so eine Sache. Gucken wir mal, was kommt. Ja gut, es ist schwer einzuschätzen, was da dann wirklich an Kapazität gebraucht wird und sowas. Aber wenn du das so einschätzt, dass das eine faire Regelung ist, die man da bis jetzt getroffen hat oder wie man da bis jetzt mit den Kunden umgeht. Gut, wir haben gesagt, es ist sicherlich auch an einigen Stellen sehr individuell. Aber vielen Dank für deine Einschätzung und ja, danke, dass du Zeit hattest. Sehr cool. Dir viel Spaß noch. Danke. Was Stefan erzählt, klingt damit viel optimistischer, als ich es eigentlich erwartet hatte, zeigt aber auch, die Situation ist gar nicht so einfach, weder für die Fluggesellschaften noch für die Statuskundschaft.
Der Tiefpunkt scheint aber überwunden. Und damit können wir an der Stelle auch definitiv nochmal was Positives sagen. Ende Juli hatte Lufthansa etwa 40% der Kapazitäten des Vorkrisenniveaus wieder am Start. Zum Ende des dritten Quartals sollen es dann 50% sein und das Streckennetz soll nahezu vollständig wiederhergestellt sein. Dazu hat sich auch noch was beim Thema First Class getan, denn seit Ende Juli weiß man, tatsächlich kommt der A340-600 bei Lufthansa zurück, was mich ganz nebenbei sehr freut. Denn es müsste das Flugzeug auf diesem großartigen Blueprint sein. Wo bekommt man die eigentlich her? Naja, man hat die Maschine, auch wenn sie teuer ist, haben will sie niemand. 17 davon hatte man in der Flotte, 12 gingen in den Verkauf, 5 Maschinen werden reaktiviert und halten dann mit ihren jeweils 8 First-Class-Plätzen ab Sommer 2022 auch ganz kräftig das First-Class-Angebot am Standort München aufrecht. Und dann kommt ja ab 2023 auch noch der A350 mit der First-Class dazu. Also, da geht es eher wieder in die andere Richtung, hin zu mehr First-Class-Plätzen bzw. einer prozentual wieder größeren Verfügbarkeit der First-Class-Plätze auf den jeweiligen Verbindungen. Das wird ziemlich spannend, wie die First-Class dann im A350 umgesetzt wird. Auch die 747-400 kommt tatsächlich wieder zurück, die hatte allerdings eh keine First-Class mehr. Und zur höchsten Reiseklasse gehörende Services laufen mittlerweile auch wieder. Seit diesem Monat ist das First-Class-Terminal in Frankfurt wieder geöffnet. Und Stefan hat es eben auch schon angesprochen, Lufthansa-Vielflieger, deren Miles-and-More-Status bis Februar 2022 auslaufen würde, die es bis Ende 2021 nicht schaffen, eine reguläre Verlängerung zu erreichen, bekommen aus Kulanz ihren Vielflieger-Status bzw. ihr Vielflieger-Level bis Februar 2023 verlängert. Bei anderen Fluggesellschaften läuft das ähnlich. Bei Singapore Airlines kann man mittlerweile wieder die Suiten im A380 buchen, auch von und nach Frankfurt. Und das Video hat angefangen mit dem letzten A380 der Lufthansa, der nach Teruel gebracht wurde und soll jetzt enden mit dem ersten A380, nicht von Lufthansa, aber von British Airways, der aus Teruel wieder abgeholt wurde. British Airways hat tatsächlich einen ersten A380 wieder zurück nach London geholt und dort soll das Flugzeug dann voraussichtlich ab Frühjahr des nächsten Jahres wieder Verbindung übernehmen. Und auch hier bedeutet, jeder zurückkehrende A380 bringt auch wieder 14 First-Class-Plätze zurück. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Spannende Entwicklung, schauen wir uns weiter an. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das mit dem Mikrofon jetzt aufgefallen ist. Wäre schlecht, wenn nicht. Die Blueprints gibt's im Shop und dann bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und tschüss. Von der unflexiblen, wahnsinnig teuren Business Class, Quatsch, raus und eliminieren damit halt mehr oder weniger auch nebenbei die Fork. Es ist also tatsächlich eine echt verzwickte Lage für Statuskunden, für Vielflieger und für